Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Wir sind wieder unten auf Kerbin und haben noch ein bisschen was zu erledigen. Wir warten im Moment ja immer noch, dass der Dunasat ankommt, 106 Tage. Ich habe immer noch ein paar Kerbals zu viel oben auf dem Space Truck, auf der Station. Transferfenster dauern auch noch prinzipiell ein bisschen und deshalb launchen wir jetzt nochmal hoch, denn was wir noch offen haben ist, den Worldwise noch zu retten. Das gibt uns nochmal 32.000. Ich habe ein bisschen die Falcon rückwärts optimiert, also rückwärts optimiert im Sinne von, ich habe mal den ganzen Rückführungskram erstmal abgebaut, weil uns die Landebeine noch fehlen und Airbrakes und so. Ich kann die momentan eh nicht ganz sauber kontrollieren, also nicht so sauber, dass es den Aufwand wäre, dass ich es euch jede Folge wieder antue, kontrollieren. Deshalb nehme ich es jetzt erstmal raus. Wir lassen die so als Grund-Falcon-Stufe unten runter, aber lassen sie halt vergnügen. Ist halt so. Funktioniert aber prinzipiell ganz gut, das Baby. Also deshalb behalten wir das natürlich auch erstmal bei. Und wir werden jetzt den Whirlwind retten fliegen. Und wir haben im Inventory noch dabei ein weiteres Teil für unsere Minmus-Station. Das heißt, wir bauen dann symmetrisch jetzt drüben die andere Passagierkabine an. Dann haben wir nochmal zwei Passagiere. Dann müssten wir jetzt bei... Oh, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, wir haben einen Container. Das sind vier. Wir haben... Oder ist das ein Labor gewesen? Ich glaube, es ist ein Labor, ne? Das sind zwei... Dann oben die Cupola ist 1 plus das hier, dann sind wir bei 2, 4, 6, 7 Sitzplätzen und wir müssen, glaube ich, 11 haben. 11, genau. Das heißt, wir kommen aber der Sache langsam näher und haben bald das dran, was wir an der Minmus-Station so brauchen. Den ganzen anderen Kram habe ich rausgebaut, also wir brauchen jetzt nicht noch mehr Docking-Ports da oben, wir brauchen auch nicht noch mehr Rucksäcke und alles drum und dran. Und wir müssen auch kein Engineer und sowas mitnehmen, das heißt, das gibt uns natürlich jetzt die Möglichkeit, relativ dünn besetzt, was die Sitze angeht, zu fliegen. Und ich glaube, ich habe von den Spielerpiloten im Moment immer noch nur den Ben da. Jawohl, das heißt, der Ben darf nochmal ran. Und der Ben wird jetzt als erstes... Ja, ich muss mal gucken, was jetzt am besten gleich funktioniert. Wir werden zum Space Truck fliegen und dort noch eine Person abholen, bevorzugten Piloten, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und werden dann die Minmus-Station besuchen, um das Teil dort anzubauen, beziehungsweise anzudocken und das Teil dort abzuliefern, sagen wir es mal so. Damit, wer sitzt da drin als Ingenieur? War das Schnorpel? Haben wir Schnorpel oben gelassen? Wahrscheinlich Schnorpel? Wer auch immer. Also der Ingenieur da drüben. Oder Bob? Bill? Was weiß ich? Keine Ahnung, ich habe es verdrängt. Das Ding anbauen kann und dann gehen wir Worldwise retten. Damit haben wir so eine Dreifachmission. Das heißt, wir starten das Ding hier quasi mit dem Hintergedanken, mit Worldwise Geld zu verdienen. Dann geben wir insgesamt nämlich nur so 25.000 aus, weil Worldwise eben uns 32.000 um und bei nochmal bringt, plus eben entsprechende Reputation. Und erledigen gleich viele Dinge, weil wir einfach auch noch ein bisschen was erledigen müssen, nämlich das Zurückholen und das Anbauen. Und das können wir dann quasi für sehr schmales Geld tun, nämlich eben für die 25.000 Kerbal-Dollar, die da noch übrig sind. So, und jetzt gehen wir mal, ich prüfe das mal lieber nochmal. Ja, das sieht aber gut aus. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht ganz so viel Essen, ne? Ja, lasst uns was mal ein bisschen zurückkürzen. Ach, hier ist ja eh schon gekürzt worden, bis zum geht nicht mehr. Lasst uns mal irgendwie so... Jo. Ich glaube sogar weniger. Also mit Maximum Crew reichen uns, glaube ich, hier so 23 Tage. Das ist ja alles auch Gewicht, was wir hochschleppen müssen. So, das reicht. Zack. Und dann haben wir nämlich direkt auch mal ein paar Delta wie mehr. Nicht grandios, aber ein bisschen was. Ja, und weniger Gewicht beim Wiedereintritt. Gut, dann raus auf die Startrampe. Und dann gucken wir mal, wann, wie, wo und warum wir den Space Truck oder die Minmo Space abfangen können. Eins von beiden. Das wären nämlich so unsere Primärziele. So, was fliegt hier rum? Der Worldwise. Ja, der ist jetzt schon fast vorbei, ne? Pioneer Module, Tardis Hulk, Thunder's Craft, Minmus Station. Mhm. Ach, die sind aber mittlerweile doch weit auseinander, ne? Space Truck Station, ist sie. Okay, dann fliegen wir zuerst zum... Mann, ich switch du. Na! Das sollte Set as Target werden. Hat nicht so gut funktioniert. Der Space Truck. Aber da können wir schon mal gucken, wen wir mitnehmen. Scientist Tobi. Scientist Explo. Pilot Freaky. Engineer Schnorpel. Also Schnorpel ist offensichtlich noch hier. Pilot Jebediah.
Ja, also einen Pilot müssen wir hier lassen. Und ich würde sagen, den Space Truck darf auf jeden Fall der Freaky weiterfliegen. Dann nehmen wir Jebediah wieder mit runter. Dann sind die Ursprungskörbels alle wieder in Sicherheit. Das passt ganz gut. Nee. Wenn wir das so tun. Jo, und jetzt switchen wir mal wieder zurück zu unserer Startrampe, wo wir eigentlich sein wollten. Startrampe. Zock. Switch to. So, und starten dann halt mal, sobald wir uns den Orbiter sage ich schon, den Space Truck als Ziel gesetzt haben. Und der Ben sich soweit mental dazu in der Lage fühlt. So. Das sollte ja eigentlich ein relativer No-Brainer werden. Wenn wir da jetzt einmal uns ranzoomen und das sogar noch im Hellen machen können, oder? Ja, wir drehen uns ja recht langsam. Also da kommt der Space Truck. Da hinten kommt die Minmus Station. Okay. So, mal gucken. Hätte nicht gedacht, dass die mittlerweile so stark abweichen. Aber das ist wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum das Satellitennetzwerk immer so verhunzt ist, dass die Abweichung doch deutlich größer ist, als man sich das oft vorstellt. So. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Ich habe nicht viel umgestellt, deshalb muss es eigentlich funktionieren. Jetzt werden wir gucken, dass wir auf Geschwindigkeit kommen, weil ich habe bemerkt, dass ich in meinem Anfall von Wahnsinn mit der Falcon scheinbar irgendwie nicht, also ich habe Reliance eingebaut und nicht Swivels, also sprich, ich habe überhaupt keine Steuerung. Ich mache das komplett über die Tragflächen. Das ist mir auch, oder die Kontrollflächen, sagen wir mal so. Das ist mir auch erst später bewusst geworden. Dadurch habe ich erst Kontrolle, wenn das Ding hier eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, was recht lustig ist, aber am Anfang immer ein bisschen doof. Und man dann natürlich auch aufpassen muss, weil dann bekommt man halt plötzlich, wenn der eine gewisse Geschwindigkeit hat, bekommt man überraschend viel Kontrolle plötzlich. Eben weil die Tragflächen dann so gut ziehen. Und dann muss man aufpassen, dass man das Ding nicht umkippt. Aber wir haben hoffentlich nichts getroffen. Oder? Oh, was haben wir hier? Oh, wo sind die hingeflogen? Nicht mitten ins Space Center. Ich hoffe, ich habe den Science-Komplex, was ist denn das da hinten? Nicht gesprengt. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe schon wieder keinen Engineer angebaut, ne? Jetzt muss ich schon wieder von Hand nachgucken, was ich eigentlich tue. Zack. 40 Kilometer, sieht aber gut aus. Oh, das flippt, oder? Fuck. Das flippet gar sehr. Ja, lässt sich nicht mehr verhindern, glaube ich. Na komm, dreh dich. Dreh dich, kleines Schiff. Ach Gottchen, das kommt auf, wenn man auf der Karte rumturnen muss, weil man keinen Engineer verbaut hat. Bist. Ich glaube, wir haben genug Delta-V, um das machen zu können, aber geil ist trotzdem nicht. Das sollte definitiv anders aussehen eigentlich. Halten. So wird das natürlich nix hier. So, einmal warten, bis der sich irgendwie halbwegs fängt. Eigentlich ist die Atmosphäre schon dünn genug, dass das passen sollte. Aber irgendwie sieht er das noch nicht so. Das war wieder ein spannender Start heute, muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben noch ein bisschen Speed nach oben. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kontrolle. Killing Velocity, weil uns sonst der Space Truck nämlich abhaut. Der hat nämlich schon wieder 49 Kilometer Distanz. So, mal gucken, ob wir den hier noch die Jacht bekommen. Was machst du denn da, du blöde Rakete, ey? Also, heute ist echt schlimm, ne?
wird jetzt richtig schlimm. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Und sie sinkt in die Atmosphäre rein. Das ist echt kacke heute. Ich stelle mich schon wieder an wie der erste Mensch beim Raketenfliegen. Vielleicht... Oh, ich habe vergessen, die Beine abzubauen an der Falcon. Was ist heute nur los? Was ist heute nur los? Okay, wir müssen als allererstes mal wieder Höhe gewinnen. Das müssen wir ziemlich dringend. So, jetzt wäre es richtig cool, wenn du einfach mal für 10 Sekunden stabil bleibst und nämlich Rakete. Jetzt ist auch noch unser Monoplan. Ich hoffe, dass das Teil hier wieder schuppert. Ach Göttchen. Komm schon? Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Gut. Ah! Mistkram. Okay, also wir haben, glaube ich, alles, was wir so brauchen, um noch in die aus der Atmosphäre hochzukommen. Aber das war sehr, sehr, sehr verschwenderisch. Mal gucken, wie viel da jetzt noch drin ist. Wir haben aber im Space Truck ein bisschen Sprit drin. Das heißt, wir können uns dann am Space Truck wahrscheinlich ein bisschen bedienen. So, und ich pumpe jetzt mal die Apoapsis erstmal nur bis so auf knapp über 70, also 73 oder sowas hoch. 74 von mir aus auch. Dass wir erstmal uns auf der Innenbahn bewegen. Wir müssen jetzt nämlich hier ein bisschen was wieder aufholen. So, und müssen hier mal auf Orbital rübergehen, damit wir das fixen können. Ach, ärgerlich. Da ärgere ich mich jetzt drüber, weil so ein Vierfach-Flip hätte echt nicht sein müssen. Da hat uns jetzt natürlich das zusätzliche Monopropellant und die RCS-Düsen aus der Falcon-Unterstufe gefehlt, die ich weggebaut hatte. Ja, wie gesagt, so richtig warm bin ich mit der Falcon noch nicht, muss ich sagen. Ist alles noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, wir haben jetzt gleich den Punkt erreicht, wo wir an der Apoapsis sind. Ein kleines Stück noch. Dann werden wir erstmal einmal Gas geben, damit wir im Orbit bleiben. Und dann hier Don Canaglia auch einholen. Und dafür Feuer frei. So. Das müsste jetzt hier eigentlich relativ schmerzlos gehen. Weil es nicht mehr viel ist. Oh, komm. So, das reicht. Und dann heißt es bei uns hier zumindest schon mal Panels raus. Panels raus. Los, macht die Panels raus. So, damit sind wir stromtechnisch abgesichert. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier uns an die Space Truck Station anschleichen. Das dürfte aber gar nicht lange dauern. Ach, guck mal, 60 Kilometer. Das ist ein halber Umlauf, das ist alles ziemlich easy peasy. So. Jetzt machen wir uns hier einmal Manöver hin. Na gut, vielleicht machen wir uns das ein paar mehr Sekunden in die Zukunft als 7. So. Und wir sind bei, da war es eben, 7,2 Kilometer. Ja, können wir mit leben, würde ich sagen. So, 13,8. Delta V. Das ist nicht allzu viel und das kriegen wir, glaube ich, auch hin, auch wenn ich das dann mal abstelle. So, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Oh. Gut. Also. Manövern. Es ist abwarten, bis wir nah genug dran sind. Was dann jetzt der Fall wäre. So, und jetzt schnappen wir uns mal ganz schnell. Achso, irgendwie hat es das Ziel verpunkt. Genau, das Target. So, also sprittechnisch ist noch okay. Ich denke mal, wenn wir da jetzt einmal kurz andocken, dann wird das auch was mit dem anderen Kram. Aber
tanken wir uns einmal kurz am Space Truck und dann können wir den Rest noch erledigen. Ohne nennenswerte Probleme. Und da müssen wir mal über irgendein anderes Startkonzept nachdenken. Das mit der Falcon ist ein netter Approach, aber es ist einfach nicht so ganz das, was verlässlich genug schon funktioniert. Zumal auch die Rückführung ja eher aufwendig und nutzlos ist. Vielleicht müssen wir mal über was ganz anderes nachdenken. So. Jetzt machen wir ja aber erstmal Bambule mit dem Space Truck. 2,1. Oho, oho. Was ist noch? 2,2, 1,8, 1,7, 1,6. Boah. Meter ist okay, würde ich sagen. Und wir können schon mal retrograden. So. Ja, so ein bisschen mal im Orbit rumcruisen. Ist ja auch mal ganz schön. Heute auch mit Rotation. Da freut sich der Ben. So, jetzt aber mal retrograde. Damit wir anbremsen können, denn da kommt der Space Truck vorbeigeflogen mit 44 Metern pro Sekunde. Sehr schön. Hell erleuchtet natürlich, wie immer. Von Strom sparen haben die Kerbals noch nicht so viel gehört. Jo, und dann nähern wir uns mal langsam und geschmeidig hier unserem Ziel, damit wir den Jebediah einpacken können. Unser Doppelpiloten-Dreamteam, den ich dann auf den Weg machen kann, in Richtung von der Minmus Base. Der Ben hat Heimweh, der funkt schon nach Hause. Gut. 460 Meter und stark fallend. Naja, stark, also relativ schnell stark fallend. Was ich sagen muss, was ich beim letzten Mal sehr gut fand, war beim Wiedereintritt, was mir sehr gefallen hat, war die Corion-Kapsel. Ich hatte ja das in Fullscreen, glaube ich, gepackt und ein bisschen Musik dazu gemacht. SAS und alles war aus, also ich habe überhaupt nicht eingegriffen. Die Kapsel geht wirklich sehr sauber, sehr gleichmäßig durch die Atmosphäre durch und hat überhaupt keine große Hilfe benötigt dafür. Fand ich sehr cool, also das gefällt mir tatsächlich sehr. Jetzt treffe ich das ja nicht, ne? Das ist doch ein Dockingport da hinten. Das ist noch zu weit weg. Also da muss ich sagen, die so schwierig das teilweise mit der Falcon-Rakete, so angenehm bin ich oft überrascht von dem ganzen Thema Corion-Kapsel. Die ist wirklich sehr, sehr angenehm zu fliegen. So, docken wir jetzt an. Fast versucht, das hier hinten zu machen. Da muss man nur einmal ein Solarpanel einklappen und dann das hier als Ziel nehmen. So, dann müssen wir da hoch. Dorthin und Feuer frei. So, und dann müssen wir hier. Ich ziehe am besten mal ein paar mehr Panels ein. Ich kenne ja meine Andock-Künste. Und wir haben mal wieder kein Monopropellant. Das heißt, ich muss das auch auf dem Haupttriebwerk mal wieder durchziehen. Und wir müssen es ja nicht provozieren, dass wir alles kaputt machen. Ne? Oh, grünes Licht. Grünes Licht wieder weg. So.
Guti. Ja, ich muss irgendwann mal mich auch auf den Arsch setzen und mir mal in aller Ruhe dieses Docking Port Alignment Indicator angucken oder mir eine andere Docking Port Kamera besorgen. Also ich bin sehr traurig. Die von Halcam VDS hat mir sehr gefallen. Die war sehr minimalistisch, sehr angenehm. Aber hilft ja nichts, ne? Ich glaube nicht, dass das nochmal wiederkommt. Also es scheint eins dieser tausenden verwaisten Mods geworden zu sein, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich fand Halcam wirklich ein sehr schönes Mod, also zum einen wegen der Kameras, aber zum anderen eben auch wegen seiner Dockingcam. Die hat mir sehr zugesagt. So, schauen wir mal, dass wir das Ding hier angedockt bekommen. Panels abreichen, nicht die Panels abreißen, meine Güte, ich habe langsam auch echt Sprachlähmung hier. Schön brav andocken, schön brav. Gut, das sieht gut aus. Ja, Mensch, ein weiteres überaus erfolgreiches Andockmanöver von Ben, der hat da langsam echt Übung drin. So, dann können wir uns erstmal ein bisschen Sprit klauen, bevor jemand was merkt. Oh, ich glaube, das merken sie doch, weil dann ist fast alle. Ja, gut. Im Moment fliegt das an den Grün und ich will auch langfristig dann irgendwann die Triebwerkssektion mal hinten abbauen. Und kleine, also hier diese, irgendwann mal, wenn wir diese Atomtriebwerke haben, gute Triebwerke bauen. Oder jetzt die Terrier oder sowas. Auf jeden Fall was, irgendwas, was deutlich effizienter vom Verbrauch ist als der. Obwohl der Pudel ist gar nicht so schlecht. Das muss ich mir unten nochmal in Ruhe angucken. Also auf jeden Fall wollte ich hier noch irgendwas machen. Aber ist jetzt erstmal egal. Wie viel Science haben wir eigentlich drin? Immer noch nicht so viel. Na gut. Tobi und Explo, ihr müsst mal ein bisschen mehr arbeiten. Nicht immer nur Party machen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier eigentlich nur. Wo sitzt denn der schon da? Internal View, der scheint in irgendeiner Kapsel drin zu sitzen. Also wahrscheinlich hier vorne. Ist die Tür? Da. Tatsächlich. Da ist er, der Jebediah. Transfer und du sollst umsteigen in diesen Command Pod. So. Ja, dann war's das ja schon, ne? Dann können wir ja schon weiterfliegen. Oder habe ich hier noch irgendwas mitzunehmen? Nö, ne? Eigentlich nicht. Also, wer sitzt denn jetzt noch hier oben? Also, wir haben Tobi und Explo. Das sind auf jeden Fall die zwei Wissenschaftler. Und Freaky ist der Pilot. So. Schnorpel als angeheuerte Engineer. Ja, das passt aber eigentlich. Dann haben wir ja jetzt die Space Truck-Besatzung wieder zusammen, die wir eigentlich haben wollen. Und können an dem Ding weiterbauen. Dann habe ich jetzt meinen kleinen Fehlstart ausgeglichen, wo ich aus Versehen viel zu viel Besatzung nach oben gebracht habe. Das war ja so alles gar nicht geplant. Ich habe mal wieder vergessen, die Leute auszupacken. So, da geht unser Orbiter wieder langsam von dannen. Vorsichtig wegdrehen. Vorsichtig, vorsichtig. Und ein. Na, so viel zum Thema vorsichtig. Klitzekleinen Schubimpuls. Station hier wegschmelzen. Ist da eigentlich kein Licht an, hä? So, und dann würde ich sagen, machen wir uns nächste Folge nämlich auf den Weg in Richtung der Minmus Base, die da hinten irgendwo rum oxidiert. Da. Wir sind jetzt gerade hier. Das heißt, wir machen einen kleinen Ausflug und dann schnappen wir uns die Minmus Base und bauen dort nämlich noch nach einem kleinen Docking-Manöver unsere Crew-Kabine an. Ja, und dann geht's noch einen Kerbel retten. Das ist dann aber was für die nächste Folge. Und ich würde sagen, für diese Folge sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und während sich hier unser Orbiter vom Space Truck entfernt, freue ich mich, euch nochmal an den Livestream heute Abend erinnern zu können um 20:30 Uhr. Seid mit dabei. Zu Feier der 1000 Abonnenten gibt's Kerbel mit Gestensteuerung. Wir gucken mal, wie gut es funktioniert. Wahrscheinlich wird es eher lustig als erfolgreich, aber das ist ja auch mal was anderes.
Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Thank you.